Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja Freunde, ihr habt richtig gelesen, es ist ein kleiner Vlog, aber das kleine Problem ist, es waren einfach viel zu viele Menschen dort, deswegen konnte ich da nicht wirklich immer mich filmen, sondern habe eher die Menschen, die da sind, gefilmt. Mein Kumpel Amudi hat mich vor ein paar Stunden angerufen, ey, hast du mal Bock? Da gibt es so ein kleines Festival, so ein kleines Event. Ja, hab ich gesagt, warum nicht? Hatte ich Bock drauf. Wir switchen jetzt einfach immer zwischendurch ein bisschen rein. Zum Verständnis, das war irgendwie so eine gemeinnützige Aktion, wo die von einer Stadt zur nächsten Stadt gelaufen sind. Und ja, ich dachte mir, ich nehme das für euch mal ein bisschen auf. Und dann irgendwann zwischendurch meinte mein Kumpel Hamudi, komm, lass mal ein bisschen dazwischen laufen, vielleicht vielleicht kriegen wir da was zu trinken, weil wir hatten so übelst Durst, wir hatten da nichts mitgenommen, da gab es noch nichts zu kaufen oder so. Sondern für die Läufer gab es dann immer diese Stände, wo du dann was zu trinken konntest. Und wir sind dann so gelaufen. Ich zeig's euch mal, Freunde. Richtig cool. Wasser, ihr habt Durst. Wasser, ihr habt Durst. Wasser. Elektrolyte. Gott segne euch. Obst. Oh, lecker Obst. Obst. Ja, immer zugreifen. Mr. Twistle. Ja, es wurden halt immer wieder so kleine Stände aufgebaut. Oder besser gesagt, es waren auf dem Weg, glaube ich, immer wieder so kleine Parcoursstände, wo die Leute sich dann ein bisschen trinken nehmen konnten. Die Läufer und essen, trinken, dies, das. Machen wir mal Clip Nummer 2. Da war so eine kleine Stelle. Da konnte man richtig ein bisschen feiern, sag ich mal. Ich habe das einfach nur aufgenommen. Da war so ein DJ, der hat ein bisschen Musik gespielt. Kameramänner waren da, die haben Fotos gemacht. Und da war so eine Frau, die hat die ganze Zeit mit so einem Instrument irgendwie die ganze Zeit mal geklopft. Locker hat sie das eine Stunde lang gemacht, nur auf diesem komischen Ding geklopft. Ich bin da irgendwann, ich habe zu Hamudi gesagt, mein Kumpel, da ist Hamudi. Ich so, ey, ich muss die aufnehmen, das ist lustig. Die ist die ganze Zeit, seit einer Stunde, die ganze Zeit am Hämmern auf dem Ding. Eine Ewigkeit später. Ja, ganz stark. Ja, überall Nebel, überall Rauch. Das war schon richtig, war schon fast wie so eine kleine Disco da draußen. So draußen, das finde ich echt cool, sowas. Das finde ich echt klasse. So draußen in der Natur, so wenn da so ein bisschen Musik läuft, das ist schon ganz chillig gewesen. Und dann gab es so ein Instrument, Freunde, das war richtig geil. Das war so eine Art Sirene, ja. Da musste man so dran drehen, wie so eine Kurbel, und dann kam da so richtig geiler Sound raus. Ich zeig's euch mal kurz. So, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Ende, Freunde, von dem kleinen Vlog.
Das Auto war dann am Ende so schmutzig, dass wir es ein bisschen reinigen mussten. Also, Habudi hat seinen Wagen ein bisschen gereinigt, Freunde. Kann ich auch mal kurz zeigen, wie er das gemacht hat, Digi? Da hat er die schön gereinigt, Freunde. Ja, war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Ja, Freunde, wenn euch diese Art vom Vlog vielleicht gefallen hat, das war jetzt nichts Besonderes. Vielleicht gefällt es den einen oder anderen von euch, was ich so an einem Sonntag gemacht habe. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und ich würde sagen, Peace and Peace and